Und ich habe die Arschild bin. Da lagen die Sachen nach so. Und ich habe die Karriere gemacht. Die Werkscherer war Lugo, die Juni auch nicht so. Aber die Kage mir nicht. So mit der Emma. Die Werkscherer war Lugo, aber die Lato nicht so. Asi Suragal Lablone, Supayanik. Inyone ako ting ano kauti guys ano huling ay lakso ano huling ay lak pasyone kisay ma panerne ay lak sibut ibig siya karolo kisay ma isumek pa tapos kang itcho aksiga suman ano huling siguro kumagan Summan ano kuling ay lermagan. Tapurasi kangit chakwak siga summan ano kuling suru kumagan. Willkommen zu Never Alone. Ano kuling paitsugi sunira kanay chokunni. So, wir spielen jetzt das kleine Mädchen und geraten gleich in Action, da ein großer Eisbär uns gleich fressen möchte. Ist eigentlich niedlich gemacht, das ganze Game. So, wir laufen jetzt erstmal wie Forrest Gump und hoffen, dass er uns nicht erwischt. Bis jetzt können wir noch entkommen. Oh, der scheint aber hungrig zu sein. Oh, da sind wir hingefallen. Mensch, der lässt gar nicht locker. Oh, langsam holt er auf, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt kommen wir nicht weiter. Eieiei, ich hoffe, er frisst uns nicht. Ah, da kommt ein kleiner Fuchs an. Auf einen zweiten Controller drücken A, um als Fuchs anzuzeigen. Y, um Einzelspielermodus zu wechseln. Okay. Ah, wir spielen jetzt den Fuchs. Oh, sehr gut. Ich glaube, der kommt da jetzt nicht so schnell wieder raus. Jo. Ja, haben wir auf jeden Fall geschafft. So, das stimmt natürlich. So, und jetzt können wir mal wechseln zwischen den Charakteren, zwischen dem Fuchs und dem kleinen Mädchen. Finde ich gar nicht so schlecht. Das Wetter klarte nicht auf, ein Schneesturm folgte auf den anderen. War so mutig von so einem kleinen Mädchen. Okay, auf jeden Fall hat sie Spaß mit dem Fuchs. Das ist schon mal schön. Oh, ich bin natürlich wieder voll gegen die Wand gerannt, war ja klar. Boing. So, Fuchsabhang hochklettern, A tippen. Ah. Ja, du brauchst wahrscheinlich ein bisschen mehr Anlauf, ne? Ja, genau, das war das Problem.
So, wechseln wir. Ah. Jetzt wechseln wir wieder. Und können mit dem kleinen Mädchen hier hoch. Oh, das ist aber auch stürmisch. Hier kommt man ja gar nicht voran. Natürlich wieder auf die Nase gefallen. Oh, B drücken gegen den Wind. Okay, das hilft. Karibus Kleidung freigeschaltet. Okay. Karibus Skin Clothing. It provided for us in many ways. Our clothing in those days. Ah, okay, das gucken wir uns jetzt nicht an. Wir wollen ja natürlich mit dem Spiel erstmal weiterkommen. Oh. So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich rüber. Ist die Frage, kommen wir überhaupt so weit? Ja, hat funktioniert. Oh, aufpassen. So, der Fuchs stellt sich wieder an die Spitze. Und da geht's immer weiter. So, gehen wir mal weiter. Also man kann sich die ganzen Charaktere, die man freigeschaltet hat, auch nochmal angucken. Aber ich denke mal, wir wollen erstmal das Spiel spielen. Fuchs beim Klettern an einer Mauer. L und A, um von der Mauer abzuspringen. Okay. So. Super, durch das Gewicht des Fuchses können wir jetzt mit dem Mädchen hier hochspringen, genau. Und dann kommen wir die Mauer hoch. Aza kang ek sinai cikun ni kanok pisilang. Agelan tabra atau cikun ay ngaruk. Oh, das war ein heftiger Windstoß. Ja, warten wir mal. Oh. Bei der Kälte nass zu werden ist überhaupt nicht gut. So, kommen wir hier rüber? Ja. Auf jeden Fall von der Geschichte her wirklich niedlich gemacht. Wie so ein kleines Märchen. Oh, ich glaube, da muss der Fuchs jetzt unten durch. Sieht zumindest so aus.
Okay, das müsste klappen. Aber der Fuchs muss, glaube ich, immer... Nö. Ich dachte, der Fuchs muss auch mal auf den Geistern stehen. So. So, dann geht's mal weiter. Oh, das war aber Glück. Gucken, ob jetzt wieder Geister kommen. Nee, ich glaube, da können wir rüber. Okay, da müssen wir wieder auf den Fuchs umschalten. Und der Fuchs. Na, springt denn da rauf? Oh, ich wusste gar nicht, dass er ertrinken kann. Das ist ja mies. Okay, wenn ich den Fuchs spiele, muss ich auch B drücken. Ah, ich muss nur früher drücken, dann geht das. So. Oh, jetzt bin ich da wieder runtergefallen. Warum das denn? Oh. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen geduldiger sein. Erst einmal auf den Fuchs warten, okay. Wenn der da ist, taucht doch das andere auf. Oh, das heißt, den stelle ich hier hin. Super. Hat geklappt. Wunderbar. Kann weitergehen. Oh oh, Riesenkatastrophe. Oh oh, scheiße. Wahrscheinlich wieder irgendein Herrscher, der mit uns unzufrieden war oder uns erniedrigen möchte. Nicht schön sowas. Ich
Nivaqsiaqaluallum iñuuniaqatigi pisaullaqniqsut. Qanuqimña aluqulaqpallqiñam tainnaqumañaitqa. Tamaanga ikumauaqtuamiñ qaqraqpam iñua niptaqta. Sumaalugullaqami nivaqsiaqaluallum tiitsiñiñani. Aglan qaqraqpallqiñat sagubiñaitsut. Immenjaurit sagubiqimiu samanga nunamiñ. Ja, ist schon übel, ne, mit dem kleinen Mädchen. Jetzt. Wo ich mir so ein bisschen Sorgen machen bei dem Spielecharakter. Man muss doch bestimmt auch mal irgendwann was essen, oder? Und gucken, kann er denn irgendwas machen? Er kann weiterlaufen. Kann aber keine Hilfe und nichts holen, ne? Nö. Nee. Ich habe auch gedacht, dass er hier irgendwas umstoßen kann oder so. Ah, alles klar. Da hätte ich auch drauf kommen können. Oh, das sind irgendwelche kleinen Wesen. Oh, da schwebt die ganze Zeit da im Schnee. Das ist doch irgendwie kein Leben mehr. Das ist ja mal schön, aber doch nicht dauerhaft. Nö. Oh, oh. Nee, wir können es nochmal wiederholen. Kann er jetzt hier rüber klettern? Ah, okay. Oh, das war aber auch eine knappe Aktion eben. So. Jetzt kommt das Mädchen wieder nach vorne. So, und jetzt sind beide angekommen. Super. Hi, Gwen, du Ding. Kalak doch in die Hunger drauf, Opik. Kann ich auch mal Elise Manek bangen? Ich muss doch eine Werkseher lösen. Kann ich Kita vor Haunigringer ich bin? Hilau diga Piyupko. Ich kann auch näher lösen, ich bin Timon Deine Nacke. Sabarete Lange. Okay. Unser Abenteuer geht aber erstmal weiter. Okay. Da muss der Fuchs wieder ran. So. Und der wirft jetzt das Seil erstmal runter. Super. Ja, das hat sich schon ganz gut eingespielt. Das funktioniert auch.